Nachhaltigkeit. Was ist das eigentlich? Und wo liegen die Ursprünge? Wir werden sehen, dass die Ursprünge des Begriffs Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft kommen. Aber welche Gründe gibt es, nachhaltig zu denken? Die Industrialisierung hat zu einigen Folgen in Sachen Klimaerwärmung, Anstieg des Meeresspiegels, Dürren, aber auf der anderen Seite auch Überschwemmungen geführt. Welche Auswirkungen hat das für Städte und Gebäude? Aber auch auf die Energieversorgung. Und welchen Zusammenhang gibt es zu sozialen Aspekten? Wir werden all diese Punkte in den Kontext stellen und im Modul NABA 2 Nachhaltiges Bauen im Folgenden erläutern. In insgesamt 15 Teilmodulen werden wir über diese Inhalte sprechen.